Ihr habt nicht nur die Minen verlassen, sondern auch euren Weg durch das Krallenmoor gewählt. Nach einer langen Reise übers Land seid ihr nun in Beilung angekommen. Doch die Jahre der Belagerung haben die Stadt und vor allem die Bewohner gezeichnet. Nahrungsrationen sind spärlich und das Wasser ist knapp. Die blutige See im Süden, Warung und die Pestflüsse im Norden und seit neuestem auch Hafax im Osten. Wenn sich die Lage nicht bessert und eure Befreiungsschlag fehlgeht, dann fällt Beilung in den nächsten paar Wochen endgültig. An mürber Moral und an verhungerten Kriegern. Über euch zieht sich das Totenwetter und finsterlich zu. Selbst über dem gleißenden Bollwerk gibt es kein Praios-Mal am Himmel. Jalon hat mit seinen Ausführungen den Rondrianer so sehr provoziert, dass es zum Duell kommt. Zweites Blut ward gefordert und zweites Blut wird vergossen. Und so beginnen wir, am Abend des 23. Effort. Sekundanten wurden gewählt und so steht ihr im Staube der Kaserne. Also gut, ihr habt ein letztes Mal eine Möglichkeit, euch zu entschuldigen für den Verrat, den ihr an mir und meinem Bruder begegnet. Verrat? Ha! Spucke ich drauf. Ihr habt einer verraten. Schwert in die Hand. Gut. Dann darfst du Initiative würfeln. Er führt wahrscheinlich so wie du einen anderthalb Pender. Das ist ein Rondra-Kamm. Sehen uns dies einmal an. Das geht. Dann werde ich auch mal würfeln. Das sieht gut aus. So, und damit willkommen zu einem weiteren Voice-Over. Viel werde ich euch nicht beschreiben, denn wir werden immer mal wieder rüberblenden in den Kampf. Er war ziemlich lange, wir haben eine halbe Stunde gekämpft und das will ich euch an dieser Stelle nicht zutrauen, zumuten. Deswegen werde ich immer mal wieder die besten Szenen des Kampfes dann herauspicken. Nur so viel dazu. Ahmad ist auch ein versierter Kämpfer, hat auch über drei Aktionen verfügt und ist dann mit Ausfällen und gezielten Stichen gegen Jalon gegangen, hat versucht dann an seiner weichen Rüstung vorbeizupieksen und hat das dann teilweise eben auch geschafft. Es war viel Würfelglück, vor allem in Richtung Anfang bei mir dabei. Jalon hatte einige Probleme, musste sich dann auch mit dem Ausfall so ein bisschen zurechtfinden, weil das der Ausfall der Konter gegen das Gegenhalten ist, was Jalon ja sonst auch benutzt. Und genau deswegen hier dieses ganz kleine Voice-Over. Immer mal wieder schalten wir rein in die besten Szenen des Kampfes mit schönen Beschreibungen. Und ansonsten habe ich die Szenen um ein 16-faches nach vorne gespult, sodass ihr dann gleich Musik genießen könnt. Ihr könnt die Würfelwürfe sehen, wenn euch das interessiert. Stellt das Video nochmal ein bisschen langsamer ein. Das könntet ihr bei YouTube ja auch machen. Das wäre also eine Option, wenn euch die Würfelwürfe dahinter noch interessieren würden. Aber eigentlich ist, glaube ich, die schnelle Version mit einem Voice-Over dann doch die bessere. Viel Spaß. Ich kann die Wunden wegignorieren. Den Schaden muss ich natürlich trotzdem noch nehmen, die vier Punkte. Die sind dann. Also der Schaden über der Wunde ist, glaube ich, nicht so viel, ne? Deswegen sind die drei richtig, Punkte nicht. Richtig, ich habe ja. Achso, die plus 1 wäre noch drin gewesen, ja. Ich bleibe stehen, ich kann die Wunden ignorieren. Ich möchte nicht aufgeben. Gut. Also Jalon möchte auch nicht, aber ich möchte auch nicht. Ja. Ja, du siehst, wie er dich jetzt mit einem starken Ausfall in die Defensive versucht zu drängen und dir versucht, das Schwert in die Brust zu zimmern. Irgendwann hast du die Schnauze davon voll, bleibst einfach stehen und versuchst dann deinerseits den anderthalb Pender ihm mit einem wuchtigen Hieb in die Brust zu donnern, gegen die Rüstung gegen. Er taucht dort durch und versucht sich dann mit dem Schwert abzustützen, sticht es dir direkt in den Fuß, dreht sich einmal gezielt dabei und dabei dreht sich dann wohl auch mit einem widerlichen Knacken deiner Rüstung dein Fuß und merkst wohl, wie die Zehen so ein bisschen auseinandergespreizt werden von der Klinge, die durch das Bein durchgegangen ist. Ich beiße die Zähne zusammen, lehne mich ein wenig nach vor, um seine Klinge, mit dem Versuch, seine Klinge mit meiner Beinschiene zu fangen, damit er sie nicht rechtzeitig hochreißen kann. Und ziehe mir den Ellenbogen ins Gesicht. Nein, nicht wirklich. Ich möchte einen Befreiungsschlag machen. Befreiungsschlag, ja. Wieder einmal versuchst du, dein Schwert ihm entgegenzuschlagen. Plötzlich siehst du, wie er in dein Gegenhalten reinläuft und dir dann von unten mit einem gehebelten Schwert dann das Ganze durch die Elle durchsticht und wieder einmal mit einem Knacken Elle und Speicher auseinanderdreht. Ich bleibe stehen, kann die Wunden aber nicht ignorieren, das sei das Schwert. Naja.
Dann bekommst du jetzt alle Wunden, ne? Oder die kannst du die beiden? Die beiden, ne? Ja, am Schwert haben. Er schaut euch an, geht auf die Knie und entschuldigt euch. Das hätte er nicht sagen dürfen. Ich würfel gar nicht erst nach dem Ganzen. Ja, du musst nicht würfeln. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Warte kurz, hier gehen 12 runter von der 31. Ich bin noch über der Hälfte. 19. Ich bin auf der Hälfte, exakt. Gute Position, um nach Wahrung zu gehen. Oh, keine Sorge, ich hab halt Tränke. Gut. Ja, er schaut dich finster an und wartet auf eine Aktion von dir, dass du auf den Knie gehst. Na, so ungefährlich will ich doch nicht sein. Machen wir weiter. Er hat er geschafft, ich hatte geschafft. Machen wir noch einen Befahrensschlag. Ja, weißt du was? Ist egal. Ich kann ihn jetzt drücken, aber das kann doch. Machen wir noch eine Auswahl. Oh, das war fast geplatzt. Ich habe gerade nur die 20 gesehen. Ich habe erst nur die 20 gesehen. Ich habe hier auch nur 20 gesehen. So, du weißt, hattest du gesagt, ein Ausfall, ne? Dann kommt wieder die Mutprobe. Dann kann er stehen bleiben. Cool. Dann kriegt er Schaden. Ja. 14. 16. 7. In die Rübe! Er kann stehen bleiben, aber er kann ja auch weiter parieren, ne? Nein, jetzt nicht mehr. Warum? Weil du jetzt schon gesagt hast, dass du stehen bleibst. Ach so, ja. Der Verteidiger einfach stehen bleibt, ich schaffe nur, wenn eine Mutprobe zahle. Ja. Ja, okay, gut. 14 minus den Rüstungsschutz sind 9 und 9 mal 2 sind 18. Das tut auf alle Fälle ordentlich weh und dann würfel ich tatsächlich auch mal sowas wie eine Selbstbeherrschungsprobe. 18 sind was, 2 Runden? Warte mal, er hat eine Konsti von, also 9 plus 2 sind 11. Dann kriegt er die nächste bei, lass mich gerade überlegen. Hälfte von 11. 9 sind, also er hat eine Konsti von 16. Dann ist seine nächste bei 16 plus 2 sind 18, das heißt, dann bekommt er keine zweite Wunde. Gerade so. Gerade so nicht. Das heißt, ja, die Selbstüberraschungsprobe wird er schaffen zum Stehenbleiben und auch die zum Wunden ignorieren, also das sollte passen. Auf wie viel ist der Junge? Ich muss gerade zusammenrechnen. Er hat jetzt gerade nochmal 18 bekommen, vorher hatte er 16 und 7. Ja, er ist, also er braucht sein Eisern, sagen wir so. Ich überlege jetzt gerade, ob ich selber nochmal. Er kann vielleicht mal Arroganz proben, hm? Arroganz, ob er weitermacht? Mhm. Würde ich zumindest tun. Ja. Also 6 sieht auf alle Fälle arrogant aus. Ich überlege jetzt gerade. Du hattest dich jetzt. Er hat noch 3 Aktionen dieses Mal, ne? So wie ich das sehe, ja. Gut. Weißt du was, dann tue ich das. Dann geht. Ja, du willst jetzt aufs Orientieren verzichten und mich lieber wegkloppen. Nee, ich orientiere mich jetzt und gehe damit auf 23. Damit bist du jetzt als erstes dran. Ja. 2 Aktionen hast du noch. Er auch. Genau. Aber Attacke, du musst als erstes dran sein. Attacke, Befreiungsschlag, 5er Finte. Attacke, Befreiungsschlag, 5er Finte. Oh, und die ist. Oh, die ist geschafft. Die ist geschafft. Ja. 5er Finte? Ja, wird er ganz normal wegparieren. Das ist gelungen. Dann ist er wohl dran. Genau. Er hat keine Ansagen mehr. Aber ich werde mir trotzdem einen gezielten Stich zusammenlegen. Gezielter Stich. Finte 2. Okay, pariere ich ganz normal. Ich hätte mir mehr ansagen sollen. Schafft er den? Wie hoch ist sein Attacke wert? Hä? Er hat eine 6 gewürfelt. Ich lasse drauf ankommen. Okay. Wenn ich ihn jetzt nicht pariere, er ist nicht pariert. Oh, ich bin erledigt. Ich bin so, vielleicht nicht erledigt. 2 gegen 6.
8 plus 4 sind 12. 12 wo rein? In den Kopf? In den Bauch. Das sind Zusatzschaden. Das sind 2 Wunden. Das sind 2W6 Zusatzschaden. Warte, sind das 2 Wunden? Warte, 12? Ja, ein automatisch. Ein gezielter Stich, ja, ich vergesse es immer wieder. Wie hoch bin ich drüber? 12 über Wundschwelle, das ist wieder die Selbstbeherrschung. Du hast noch Lebenspunkte, ne? Das weiß ich nicht. Selbstbeherrschung habe ich eh nicht geschafft. Egal was passiert, warte, lass mich kurz die 12 Schaden eintragen. Ja, aber du kannst die Wunden nicht ignorieren, das heißt, du fällst so oder so, fällst du hin. Ich kann die Wunden ignorieren, das ist irrelevant, denn ich kann den Schmerz nicht ignorieren. Also ja, genau, das ist das, was ich meine. Ja, also ein wildes Geprassel auf dem Kaserneninnenhof. Man merkt, wie die Schwerter definitiv strapaziert werden. Die Schmiede haben da wohl gute Arbeit geleistet auf beiden Seiten, Praios gegen Rondra. Und nachdem es ein definitiv sehr, sehr heftigen Hieb gegen den Kopf von Ahmad gab, der ihn schwer zurücktaumeln lässt, kannst du sehen, wie er sich dann noch einmal wieder dir entgegenstürzt, in dein Schwert hinein, wieder einmal dreht und tänzelt er um dich herum und zieht dir dabei das Schwert über den Bauchrillen, streift er wohl an deinen Schuppen, an deiner Schuppenrüstung bzw. den Kettengliedern vorbei und mit einem Hieb holt er sich das Schwert nochmal auf der anderen Seite hoch und reißt dir damit den Bauch auf. Du gehst auf beide Knie und fällst in den Staub. Er kniet sich neben dir ab, direkt neben deinem Kopf. Gibst du auf. Ander verflucht, ja. Gut. Er spuckt noch einmal vor dir aus. Wir werden noch einmal darüber bereden, was wir mit dir tun, wenn du aus Wahrung wiederkommst. Aber du schuldest mir was. Damit erhebt er sich und geht von dann. Du siehst, wie Eldan da mit offenem Mund steht, aufgeklappt, auch die Sekundantin von ihm, die da wohl ein bisschen verunsichert und zitternd steht, und kannst dann wohl nur noch verschwommen wahrnehmen, wie wohl Abelmir, Boltax, Isarun und Kiaras auch gerade herangetreten sind. Das kann ich mitbekommen, wie sie wohl nach draußen gekommen sind. Ich raffel mich dann wieder auf, stütze mich halb krückenmäßig an meinem Schwert ab und winke erstmal die anderen heran. Hätte wohl jemand die Güte, einen Fälscher herbeizuholen? Sicherlich. Dort hinten kommt herbei. Ich winke immer so ein Fälscher herbei. Oh, das sieht echt schmerzhaft aus. Es blutet vor allem. Kann das wohl jemand nähen? Willst du nicht lieber einen Trank trinken? Das sieht ernst aus. Nähen. Sicher, aber euer Bein sieht etwas gebrochen aus. Vielleicht solltet ihr doch einen Balsam daran lassen. Das hier denn? Oh, Balsam, Praios, Arroganz. Nö, musst du gar nicht Arroganz würfeln. Guck mal auf deine Prinzipien. Ich habe keine entsprechende Prinzipientreue. Magiebann. Aber Magiebann ist nicht in meinem Moralkodex enthalten. Doch, in dem neuen. Ich habe keinen Moralkodex, Rosti. Ja, aber du hast auch neue Prinzipien Moralkodex. Ja, okay. Also dann kannst du es halt aussuchen, aber. Dann ist Praios sauer. Deswegen stelle ich die Frage. Okay, ja, dann lass dich heilen, aber dann kriegst du kein Kerber mehr. Nö, natürlich nicht. Gut. Müssen die Zehen so abstehen, so merkwürdig? Auf dem Fuß wirst du einen Monat nicht mehr laufen können. Papp. Ich kann euch jetzt schon sagen, der wird so anschwellen, dass ihr nicht mehr in den Stiefel reinpassen werdet. Das wird gehen. Holt jemand, der das zunäht, verdammt! Und dein Tänzer wird es sicherlich auch. Ja. Dann kommt schon herbei. Ich winke mal nach dem Fälscher, der da wahrscheinlich irgendwo am Rande rumsteht, vermutlich. Wir sind in einer Kaserne. Ja, also es wird keinen richtigen Fälscher geben, aber irgendwie ein Militärarzt, ja, tritt dann heran und wird dann sein kleines Köfferchen aufmachen, dann zahlreiche Bandagen rausholen, Kräuterchen, Tiegelchen, die er dann auf die Wunde aufstreicht. Wie wollt ihr morgen reisen? Mit solch einer Wunde? Zu Pferd, Abelmir. Zu Pferd. So wollt ihr nach Wahrung? Ich versichere euch, bis Wahrung werde ich wieder kämpfen können. Ich bin schwerer zu töten, als es aussieht. Keine 3 Tage weit mit so einer Wunde. Abelmir, jetzt überleg doch mal, in Wahrung laufen doch ganz viele lebende Tote rum. Das ist doch eine wunderbare Verkleidung für ihn. Magister Jamorenis, ich wusste gar nicht, dass ihr unter die Anatomen gegangen seid, während ich weggeschaut habe. Nun, ich habe gewisse atomische Kenntnisse, das ist richtig, aber ihr wollt ja wirklich mit solch einer Wunde in die schwarzen Lande ziehen? Seid ihr völlig verrückt? Man erzählt sich zumindest, dass dieser Pesthauch, der hier durch die Lande
weht, manchmal sogar eine Ansteckung zum Untod mit sich bringen könnte. Lass den Mann doch erst einmal in Ruhe nähen. Und dann werden wir sehen, was sich an weiteren... Muss ihr denn so da reinstechen? Ach, das ist euer Dünndarm. Interessant. Ja, besonders dünn sieht der aber nicht aus. Das war und ihr habt noch nicht den Dickdarm gesehen. Nein. Hoffen wir, dass er keine inneren Wunden voranträgt. Kann man den Dickdarm hier auch sehen, Herr Militärarzt? Nicht mit den Fingern. Still und heimlich wünsche ich mir, ich hätte eine Pulle Teriyak. Denn Teriyak macht alles besser. Auch wenn ihr wüsstet, Herr Zwerg, was sich im Inneren dieses dünnen Dickdarms befindet, dann würdet ihr ganz anders gucken. Boah, erzählt mir mehr. Nein, bitte nicht. Das ist kein Fleisch. Nein. Nicht? So? Nun, was könnte da denn drin sein? Darum wisst ihr darüber Bescheid. Das möchte ich tatsächlich auch nicht sehen. Nun, die verdauten Säfte des Magens, die, nun ja, die letzte Stasis-Station vor dem Ausgang, könnte man sagen. Wenn ich mein Frühstück noch behalten will, viel Spaß, Jadan. Achso, Iserun, ich glaube, bevor wir uns das jetzt hier ansehen, wie Jadan wieder von diesem unnötigen Duell zurück in die Lebenden geholt wird, wolltet ihr uns nicht noch die Akademie zeigen? Ja, natürlich. Wir wollten zur Akademie und ich glaube auch zum Hesindetempel. Exakt. Wer möchte sich uns denn anschließen? Ich komme mit. Ich werde wohl bittererweise darauf verzichten. Ich habe gehört, dass die Bandstrahler mittlerweile in der Akademie untergekommen sind. Das ist besonders bedauerlich für euch, Jalan. Oh, aber mir, gib mir eine Krücke. Ich komme mit. Wirklich? Nein, ihr müsst hier bleiben. Ich komme nach. Das muss eine Woche ausheilen. Näht es einfach vernünftig zu, ja? Ja, habt ihr einen Heiltrank ohne Magie? Ja. Wir haben nicht einmal sauberes Wasser her. Aber ihr wisst noch ganz genau, dass alchemistische Heilmittel immer erst nach einer solchen Naht angewendet werden sollten. Nun ja, vielleicht übersteht ihr damit die Nacht. Wollen wir es hoffen. Nun also, ihr könnt gerne eine Portion meines Wundpulvers haben, dann blutet es zumindest nicht weiter. Ich hätte gehofft, irgendwann das Wundsalbe auftragen zu können, aber ich nehme an, diese Hoffnung ist... Wirselkraut-Heilsalbe? Ja, sicher. Hier. Nein. Wirselkraut ist ganz... Nein, Wirselkraut will man doch nicht. Ihr wollt ihn doch nicht vergiften, Isarun. Also ich bitte euch, Wirselkraut. Aber das ist doch gar nicht giftig. Doch, natürlich. Für Zwerge? Was? Nein, das ist allgemein giftig. Nein, das ist nicht bekannt. Doch. Für Menschen hilft es bei der Regeneration, also sehr effektiv. Ein bewiesenes Heilmittel, Tatsache. Aber ein furchtbarer Hautausschlag. Ich nehme von Iserun dankend die Wundsalbe entgegen. Erinnert mich euch dran, dass ich euch etwas schulde. Und hier nehmt diese schwarze Pille, das hilft euch vielleicht bei eurem Schlaf. Fragt nicht. Keine Sorge, sie ist nicht aus eurem Dickdarm. Was? Ich nehme sie einfach. So sollte eine Pille aus dem Dickdarm kommen. Jetzt vor dem Schlafen. So können die anderen zu dem ovalen Hesinde-Tempel treten, der direkt neben der Preios-Sakrale steht und der Größe wohl gleichkommt. Glasierte Kacheln in allen erdenklichen Grün- und Blautönen bedecken die Malachit-Säulen. Das Dach ist so ein bisschen gewölbt, lässt dann die Sonne durchschimmern, wenn es denn Sonnen geben würde. Aber wir befinden uns am Ende des 23. Effort und dementsprechend dunkel und zugezogen ist es. Und könnt ihr dann euch hier umsehen. Sieht fast so ein bisschen aus, würden die Malachit-Säulen schimmern, als ob ihr in einem riesigen Panzer eines Insektoid stehen würdet. Mit den Schuppen bei diesen... merkwürdigen harten Panzern, ja. Genauso. Vor allem Beutax kann da noch ein bisschen drüber philosophieren und dann könnt ihr im Inneren viele gewundene Treppen erkennen, mit beeindruckenden Hallen, die nach oben und unten führen, ins Innere des großen Berges und könntet euch dann hier oben sehen. Sieht fast so ein bisschen aus wie Bienenstöcke. Ist das nicht schön hier? Hier war ich früher oft und ich musste immer daran denken, dass es aussieht wie der Panzer einer Schildkröte. Eine interessante Architektur. Ungewöhnlich. Nicht wahr? Und er ist fast so groß wie die Preios-Sakrale. In der Tat sehr interessant aus. Ist das typisch hier für Tobelheim, die Architektur?
Nein, die Architektur ist tatsächlich ziemlich allgemeingültig, möchte ich sagen. Und eigentlich ist der Tempel in Gar das Außergewöhnliche, weil er eine Pentagrammform hat. Aber jeder normale gesinnte Tempel weist 6 Ecken auf. Ach so. Und auch diese Bienenwaben, die man dann hier und hier, dort und dort erkennen kann, das ist schon durchschnittlich, würde ich sagen. Gut gearbeitet und viel Geld, was da drin steckt, aber durchschnittlich. Nun, ich war bisher nur in dem Garreiter-Tempel, deshalb dachte ich, der Garreiter-Tempel sei ja gewissermaßen Standard und war deshalb so überrascht hiervon. Aber nein, genau anders. Genau. Ja, nun. Ah, Boltax, ihr müsst auch wissen, dass kein Hesinde-Tempel dem nächsten gleicht. Die Herrin liebt die Vielfalt. Oh, das ist interessant, das ist interessant. Ja, ja, die vielen Kunstfertigkeiten werden alle in den verschiedenen Tempeln gezeigt. Und hier sind es eben die glasierten Kacheln. Schaut einmal, wie schön die schimmern. Manche haben so Metalleinschlüsse. Tatsächlich ist es in Tobrien der Fall, dass es hier viele Insektoide-Tempel gibt, so sage ich einfach mal. Und auch diese Bienen oder diese wabenförmige Struktur ist ebenso sehr für Tobrien besonders, sag ich mal. Also nicht das sechseckige, aber wenn ihr dort und dort einmal seht und wenn ihr einmal die Treppe nach ganz oben geht, auf dem Dachboden, soll es wohl auch richtige Bienenstöcke geben mit vielen, vielen eigenen Familien. Oh, echte Bienen, das ist sehr spannend. Na, hoffentlich stechen sie einen nicht. Wäre unangenehm. Ich glaube, ihr könnt hier unten auch Honig kaufen für die ein oder andere Spende. Oh, seht ihr da drüben? Das ist gut. Falls wir noch einmal auf Trolle treffen, wir wollen ihnen ja auch etwas Gutes tun, nicht wahr? Und so ein Gläschen Honig, das erfreut die Trolle sicher. Honig? Gibt sie auch mit? Ich gehe davon aus. Dann kommen wir auf jeden Fall hin. Ich habe einmal von der heilkräftigen Wirkung von Honig gehört. Wenn man das auf die Wunde schmiert, soll das helfen. Bestimmt besser als Wirselkraut. Nein, das glaube ich zwar nicht, aber man könnte es ja mal ausprobieren. Vielleicht sollten wir ein kleines Töpfchen mitnehmen. Für Jalan. Das ist eine gute Idee. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen schon, wo wir hinwollen. Tatsächlich, vielleicht könntet ihr einmal ausprobieren, ob ihr nicht das Wirselkraut in der Salbe für Honig substituieren könnt und das extra für Zwerge herstellt. Oh, das wäre eine gute Idee. Ist das möglich, Habelmir? Es ist denkbar. Es bedarf einiger Forschung, aber es sollte denkbar sein. Moment, Wirselkraut kommt in Salbe? Ich dachte immer, das Zeug wird geraucht. Nein, ihr meint Ilmenblatt. Das auch. Ich weiß nicht, was ihr in der Landwehr mit Wirselkraut macht, aber normalerweise kommt es auf eine Wunde. Oh, und wer ist dieser? Es scheint mir ein Magier zu sein, diese Statue da vorne. Das ist ein berühmter Magier hier aus der Gegend dieser Ruhen? Oder eine allgemeine Darstellung eines Magiers? Weiß nicht. Im Pentagon-Tempel sind ja auch einige sehr beeindruckende Statuen zu sehen. Lasst einmal näher herangehen. Vielleicht gibt es dort eine Plakette. Oh. Nein, der Name sagt mir nicht. Sie ist auch ein wenig verwittert. Naja. Merkwürdig. Wo haben denn alle Magier einen Hut auf? Die Statue scheint doch bestimmt schon 500, 600 Jahre alt zu sein. Ja, ja, wahrscheinlich mit Absicht etwas verwittert. Du kannst mal so ein bisschen rüberwischen. Rohal der Weise. Ah. Aber das wohl ist nicht, aber mit seiner, eine ungewöhnliche Darstellung. Nicht mit seiner Hochheitskappe auf dem Kopf, sondern in der Codex Albyricus gemäßen Form mit einem Schlapphut. Das ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich. Ihr habt ja häufiger vom Kodex gesprochen, auch bei Abelmirs Verhandlung da. Was hat es denn damit auf sich? In diesem konkreten Fall oder allgemein? Nun, allgemein, aber auch in diesem konkreten Fall. Also, Abelmir, erklärt ihn doch mal, was es damit auf sich hat. Nun, der Kodex Albyricus ist eine allgemeine Gesetzessammlung, so würde ich behaupten, die den vertraglichen Status der Gildenmagie insbesondere regelt. Die ersten Vorläufer, glaube ich, stammen noch aus dem Horasreich von Fran Horas. Und nun ja, sie wurden im Laufe der Zeiten überarbeitet, ergänzt, außer Kraft gesetzt, beziehungsweise nicht außer Kraft gesetzt. Das ist eine etwas konfuse Sammlung und sehr verwirrend.
Nun, in diesem Kodex sind natürlich auch einige Stellen der Bekleidungsvorschriften gewidmet, aber naja, ob die sind wirklich nun notwendig sind und mehr vielleicht mehr dem Flair und der Koketterie einzelner Gildenmagier dienen, steht nun in Frage. Zumindest von meiner Seite aus. Ach, aber wir. Codex Albiricus ist tatsächlich sehr sinnvoll und man sollte sich auch an die Kleiderordnung halten. Wäre ich ein Magier, dann wäre ich froh, wenn ich mit so einer schicken Gewandung hier wie Iserun herumlaufen dürfte. Sie ist nämlich nicht nur galant und sieht gut aus an ihr, sondern sie hilft auch bei verschiedenen Zaubern. Nun, sie ist aber nicht immer zweckmäßig. Ich stimme euch zu, wenn es sie hilft bei bestimmten rituellen Handlungen, aber nur die Kleidung allein macht keinen Magier aus. Das stimmt, da hat Arne nämlich Unrecht. Außerdem zaubert es sich doch am besten nackt. Die Form folgt der Funktion, wie man so schön sagt. Nun, erinnert ihr euch nicht, als ich den Djinn beschworen habe? Da war ich auch nackt. Nun, so bin ich am besten im Einklang mit, nun ja, Sumo. Ah, ja. Das mag ja für euch durchaus so sein. Bei uns ist es etwas anders. Ich muss allerdings tatsächlich Jabel mir etwas zustimmen. Im Felde, so eine lange Robe kann schon behindern. Deswegen bin ich sehr froh, wenn einige Anpassungen an den Codex Albiricus gemacht wurden, dass eben auch, naja, solch kürzere Roben erlaubt sind, die einen nicht so stark bei der Bewegung einschränken. Aber Eldan Gorbar sprach doch auf der Reise davon. Also die Auflage 22, die neue in der magischen Rüstung, die soll sich wohl dessen angepasst haben. Ja, richtig. Es gibt in der letzten Zeit schon einige Anpassungen. Gerade im Zuge der Borbarad-Krise kamen diese auf, denn man musste sich als Magier natürlich dann auch entsprechend schützen und in Krisensituationen beweisen und nicht nur in seinem Elfenbeinturm herumhocken. Und vor allem die Schnittmuster, die sind ja so außer Mode. Achso, übrigens, dort drüben, das ist Argelion. Den könntet ihr auch mit dem Codex Albiricus in Verbindung bringen. Hat er doch wohl auch einiges für die Zauberer getan. War er auch ein Zauberer? Argelion Schlangentreu? Das ist vor allem jemand, der eine Gesetzessammlung geschrieben hat. Geht um Rechtsgründe, Beschränkung von Magie und Bestrafung von magischen Verbrechen. Ja, das interessiert mich nicht so sehr. Ich dachte, hier würde ich einen spannenden Zauberer sehen. Schade. Nun ja, zumindest war er Magister der Magister. Aha,